Heute gibt's ein neues Video vom Kreativ-Trio. Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Nadines Kreativwerkstatt. Wie ihr schon am Intro erkennen konntet, bin ich natürlich heute für das Kreativ-Trio unterwegs. Gemeinsam mit Birgit vom Kanal Bivo-Dekowelt und Biggie vom Kanal Zuckerhase Spielwiese bilden wir das Kreativ-Trio. Und im heutigen Video mit dem Monatsthema Tablett möchte ich euch mein Projekt zeigen. Auf die Idee gekommen sind wir, ich war im März auf der VBS Hobbymesse und habe da MDF-Tabletts gesehen, also so Holztabletts aus MDF-Holz, die man ja super toll weiterbearbeiten kann. Ich habe da so ein paar Ideen gesehen und ja, hatte die Idee, das könnten wir doch gemeinsam mal machen. Dann war ich ja auch im März zu Besuch bei Biggie in Holland und auch Birgit war dort da und da habe ich den beiden schon die Tabletts mitgebracht. Ja, und jetzt für den Monat Juni haben wir das Thema endlich umgesetzt und ich möchte euch gerne zeigen, was ich daraus gebastelt habe. Ich habe es aus Zeitgründen sehr einfach gehalten, obwohl ich ein bisschen rumexperimentiert habe und ich da nochmal neu anfangen musste, weil mir das doch nicht so gut gefallen hat. Aber ich zeige euch einfach jetzt mal, was es geworden ist. Und zwar ist das so ein Tablett. Das ist 25, 26 cm lang und, Moment, 29 cm breit und jetzt messe ich auch noch mal die Höhe, 37 cm breit, also 37 mal 29 kann man im Groben mal sagen. Ja, ich habe angefangen erstmal das Ganze weiß zu machen. Also ich habe das mit einem weißen Gesso bearbeitet. Das ist dieses hier aus dem Action, das habe ich benutzt. Das muss ich gestehen, ist allerdings nicht so pralle. Also ich habe 3 Anstriche gebraucht, um das halbwegs deckend hinzubekommen. Allerdings hat das auch den Vorteil, dass es noch so leicht die Holzmaserung behalten hat. Das finde ich ganz schön. Von außen habe ich es tatsächlich 3-mal. Die Innenteile habe ich sogar nur 2-mal angestrichen. Das hat mir da schon gereicht. Aber ja, genau, ich habe das halt erstmal in so eine weiße Optik gebracht. Das fand ich irgendwie ganz schön und das ist auch ganz gut, wenn man hier mit Servietten arbeiten möchte, was ich halt vorhatte. Ich wollte das Ganze erst in einem maritimen Stil gestalten, hatte auch schon die Servietten darauf geklebt und irgendwie gefiel mir alles nicht und es passte irgendwie alles nicht und ich war damit überhaupt nicht zufrieden. Also habe ich die Servietten wieder runtergemacht, habe das Ganze nochmal abgeschliffen und dann natürlich auch nochmal streichen müssen. Deswegen sind von innen auch irgendwann nur noch 2 Lagenfarben entstanden. Ja, dann habe ich nochmal mich durchgewühlt durch meine Serviettenkiste und habe da noch so Reste von dieser Eulenserviette gefunden. Und das ist in so einem Patchwork-Muster und dadurch konnte ich das natürlich super anstückeln. Und das war richtig cool. Ja, und dann habe ich das Ganze bearbeitet mit Gesso im Untergrund nochmal, damit ich eine weiße Unterfläche hatte. Und dann habe ich mit diesem Deco Glue Gloss von Action gearbeitet. Den gab es da vor ganz, ganz langer Zeit mal. Den habe ich dann aufgebracht, habe dann die Servietten darauf gebracht, habe das Ganze kurz antrocknen lassen und habe dann eine großzügige Schicht von diesem Kleber nochmal oben drauf gegeben als Versiegelung. Habe das Ganze nochmal schön überall festgestrichen, damit eben auch wirklich keine Falten da entstehen. Ja, und als das dann soweit getrocknet war, bin ich da nochmal mit einem Klarlack drüber gegangen, sodass das eben halt auch als Tablett genutzt werden kann. Das ist ein matter Klarlack allerdings, deswegen glänzt das jetzt auch nicht unwahrscheinlich doll, weil ich das ganz schön finde, wenn das so matt bleibt. Also wenn das jetzt nicht hochglänzend ist. Ja, und um so ein bisschen hier die Kanten zu verdecken, habe ich da, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, da habe ich so eine Kordel hineingeklebt mit Heißkleber. Das ist diese hier.
Die hatte ich auch mal aus irgendeinem Bastelshop als Goodie, glaube ich, sogar da drin. Ja, und die habe ich dann einfach genutzt und habe die hier drumherum nochmal so als Kante geklebt. Und ja, war damit auch schon fertig. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich bin noch am Überlegen, ob ich die äußeren Kanten noch irgendwie gestalte. Da ist mir jetzt auf die Schnelle aber nichts eingefallen, sodass ich da mir einfach Zeit für nehme und mir das dann nochmal in Ruhe überlege, ob ich das noch weiter gestalte oder ob mir das so reicht, weil ich möchte es eben halt als Tablett nutzbar lassen. Von daher kann ich jetzt hier irgendwie nicht große Arrangements draufbringen. Aber ich bin halt überlegen, ob ich an den Seiten nochmal vielleicht eventuell mit Strukturpaste arbeite. Und da kann man ja durchaus noch ein bisschen was verzieren. Ja, und wie gesagt, ein ganz eigentlich schnelles, einfaches Projekt. Hätte ich nicht noch zwischendurch das einmal alles abschleifen müssen und neu machen müssen, wäre das, glaube ich, richtig fix fertig gewesen. Aber jetzt gefällt mir das Ergebnis richtig gut. Ich mag diese Patchwork-Optik total gerne jetzt. Und ja, ich bin ja sowieso ein absoluter Eulen-Fan, von daher passen die Eulen natürlich auch richtig klasse. Ja, ein kurzes Video von mir heute diesen Monat. Schaut unbedingt bei den anderen beiden vorbei. Die Links dazu sind in der Infobox. Außerdem würde ich mich natürlich auch gerne freuen über einen Kommentar oder ein Like für dieses Video. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr mich natürlich kostenlos abonnieren. Ja, an dieser Stelle würde ich mich auch direkt schon wieder verabschieden und wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!